Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Reaction hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns den Official Trailer 1 an von Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Auch hier wieder vom Xbox Games Showcase 2024 vom Summer Games Fest. Da hatten wir ja, glaube ich, schon mal einen kleinen Teaser, der rauskam und das Ganze angekündigt hat. Und zwar, ich weiß, ist das ein Remake? Und da gibt es auch andere Spiele, die man eigentlich spielen kann. Muss ich nachholen, ich weiß. Und ja, wir gehen hier einfach mal hinein, denn auch das sieht wieder ziemlich nice aus. Konami Digital Entertainment presents. Approaching Soviet airspace. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Zelino-Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. The clock is ticking. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. Auch hier wieder schön sneaken, stealth. Und das hier finde ich sehr cool, diese Szene. Man kann sich als Alligator verkleiden. What the fuck? In other words, weapons and equipment to procure on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Und sehr spannend. Man hat nichts dabei. Alles, was man hat, muss man eigentlich während dieser Mission beschaffen. Hört sich sehr spannend an, weil, ja, sonst geht man immer mit voll bewaffnet und voll bepackt in solche Missionen hinein. Und hier ist mal ein bisschen anders. Und auch Essen wurde hier ja erwähnt. Mal schauen, ob man essen muss. Vielleicht war es auch nur so zum, ja, Showcase, zum Zeigen. I have to find my own weapons and equipment. Whose crazy idea was this anyway? The mission rests entirely in your hands. The real one-man army. Freeze. Speak. Ziemlich Action geladen aus. Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Kommt noch was? Kommt commencing noch was? Virtuous mission now. Wiederum auch kein Datum. Aber ich glaube, das soll auch dieses Jahr noch rauskommen. Ich glaube, für Leute, die den Originalteil gespielt haben, werden sehr viel wieder kennen, weil ich habe da mal ein Video gesehen, Bild bei Bild, also nebeneinander. Und alles sah ziemlich gleich aus. Wie gesagt, eben ein Remake. Und ja, sehr cool einfach. Und so, weil ich weiß, also es gibt auch ein Deep Dive Video, aber das schauen wir uns jetzt mal nicht an, weil da geht es wirklich sehr tief in die Materie und da wird nicht wirklich viel gezeigt. Aber da hieß es auch, dass sie sogar die originalen Audiodateien für dieses Remake hier gebraucht haben. Was sehr cool ist, finde ich. Hat bestimmt so ein bisschen Nostalgiewert beim Hören vielleicht. Auch das Spiel, wie gesagt, muss ich wahrscheinlich spielen. Ich werde es wahrscheinlich spielen. Aber vielleicht auch erstmal die anderen Teile. Mal schauen, werden wir sehen. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.